Erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin der Geronimo Landauer. Ich bin der Ivo Gebhardt. Und ich bin German Linz. Zusammen seid ihr was? Edrem. Ja, und das mal kurz vorgestellt, was steckt dahinter? Edrem bedeutet der Traum, das ist Norwegisch. Drem bedeutet ist Traum und ist Norwegisch und bedeutet Traum. Und das E steht für Strom und wir entwickeln einen innovativen Stromerzeuger, der anders als ein konventioneller Stromerzeuger aus dem Baumarkt mit jedem beliebigen gasförmigen oder flüssigen Kraftstoff zurechtkommt und besonders leise Strom erzeugt. Und wir wollen das gerne in der Freizeitindustrie einsetzen, das heißt Wohnmobile, Boote, Karawanen, die haben einen besonders hohen Bedarf an Stromerzeugung und zwar netzwerte Stromerzeugung. Überall abseits des Stromnetzes sind die unterwegs und wollen gerne ihre Autarkie noch weiter erhöhen. Wie kamst du zu dieser ganzen Sache? Wir sind Absolventen von der BTU und haben privat immer schon so ein bisschen rumgetüftelt und haben die Idee gehont in den letzten vielen Jahren, die wir an der BTU auch waren. Und haben uns ein bisschen verloren, haben die Idee wieder aufgegriffen in den letzten zwei Jahren und gedacht, jetzt machen wir ein Unternehmen draus, jetzt sind wir reif und die Idee ist fertig und jetzt können wir daraus ein Produkt machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auf dem Caravanplatz entstanden ist, dass ihr gesagt habt, Mensch, das muss doch alles hier mal ein bisschen leiser und effizienter gehen, oder? Nee, also wir kamen da aus der technischen Sicht, wir haben quasi dieses Gerät entwickelt und haben dann quasi im Nachgang erst gesehen, wo können wir das am besten einsetzen. Und da gibt es verschiedene Anwendungsbereiche und am Freizeitmarkt sehen wir halt den größten Fit quasi, Product Fit. Und das fangen wir jetzt an. Wie lange habt ihr daran getüftelt, kann man das so sagen? An der Idee, jetzt sitzen wir glaube ich schon seit zweieinhalb Jahren, oder? Ja, zweieinhalb Jahre. Genau, und jetzt sind wir seit letztem April, sind wir Exist gefördert. Das ist ein Gründungsprogramm vom BMWI. Und sind jetzt an der Uni und haben da quasi die Möglichkeit, die Räume zu nutzen, die Laboratorien und auch die Werkstätten. Und seitdem geht es nochmal ein bisschen schneller. Wie sind jetzt die genauen Pläne für die Zukunft? Also wir machen ganz viele Sachen gleichzeitig. Wir entwickeln den Prototypen zu Ende, letzte Hand anlegen an der Maschine. Dann wollen wir das testen und dazu sprechen wir schon mit einem Partner, einem großen Partner von den Freizeitmobilherstellern, dem größten Hersteller in Europa. Und wir wollen natürlich gerne das Produkt so bauen, dass es die Kunden auch brauchen. Deswegen lernen wir ganz viel gemeinsam. Und natürlich brauchen wir auch noch zusätzliches Geld und deswegen sprechen wir, also diese Finanzierungsseite ist auch eine große Baustelle, deswegen sprechen wir mit unterschiedlichen Akteuren in dem Bereich, damit wir eben auch weitermachen können, wenn die Exist-Phase endet. Nämlich das Ende März ist das Geld sozusagen alle, zumindest vorerst. Und bis dahin brauchen wir Investoren, die auch an die Idee glauben, genau wie wir. Wenn man das so hört, könnte man denken, ja, geht doch einfach zur Höhle der Löwen. Aber ist euch das mal so durch den Kopf gekommen, einfach mal aus Spaß? Ist es auch, ja. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, jetzt gerade in der frühen Phase auch an Geld, an Funding zu kommen. Hilft so eine kleine Finanzspritze wie heute das Preisgeld? Also auf jeden Fall. Wir haben auch überlegt, was könnte man damit machen. Ich habe das auch im Vorfeld schon gesagt, die Konkurrenz ist stark und wir sind überrascht, dass wir gewonnen haben. Aber wir wollen damit gerne die Marke ein bisschen stärken. Das bedeutet, wir melden eine europäische Marke an und wollen unter den Patentschutz, also die Schutzrechte für unser Produkt erweitern damit. Wir wünschen euch alles Gute.